Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir Euro Truck Simulator 2. Wie man sieht, bin ich in Level 17. Und wir tun jetzt einmal fortsetzen. Da setze ich mir einen LKW. Das ist ein Scania. Gut. Fahren wir mal. So. Wir brauchen einen Anhänger. So schaut er aus. Ah, Entschuldigung, Volvo ist das. Genau, das kann aber zu teuer. Wiener Kennzeichen. Natürlich V8. Gut. Licht ist noch nicht eingeschalten. So. Und das Fernlicht. So, hier das Fernlicht. Rundumleuchte haben wir auch. Aber die brauchen wir jetzt nicht, wenn wir ohne Anhänger fahren. Ja, würde ich sagen. Starten wir durch. Wo fahren wir jetzt einmal hin? Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Anhänger. Ich würde sagen, fahren wir mal nach links. Was für Anhänger. Davor. Da vorne dürfte es sein, schauen wir mal dorthin. So, da. Schauen wir mal, was es da für Anhänger gibt. Das hört sich da interessant an. Nürnberg, Frankfurt. €11.000. Das hört sich gut an, nehmen wir das an. Haben wir ein bisschen was. So. Jetzt tun wir an Satteln.
So. Wo geht es hin? Mal nach rechts. So, nochmal nach rechts. Weiter geht die wilde Fahrt. Müssen wir schauen, dass wir nicht zu schnell sind. Tun wir keinen Strafzettel auch. Vorne müssen wir jetzt links. Nein, die nächste. Und gleich wieder Auto. Perfekt. Na, heute dürfte ich eine rote Welle haben. Und da fährt der Zug. Nürnberg verlassen wir gerade. Also dann ist mal rechts. Wie gesagt, aufpassen, wir wollen ja keinen Strafzettel. Die Strafzettel, das sind ziemlich gesalzen. Ich glaube, für 5 km/h zu schnell bekommt man gleich 200 € Strafe oder sowas. Sind aber nach rechts. Aha, das war müde. Gut, die Straße ist gesperrt, müssen wir da weiterfahren. Was sollen wir machen? Schauen wir mal. Okay, wir müssen Pause machen.
Eine Stunde dürfen wir noch fahren. Mal schauen, gibt es da irgendwo einen Rastplatz? So wie es ausschaut, nicht. Das ist schlecht für uns. Wenn wir nicht schlafen gehen, bekommen wir eine Strafe wegen Überschreitung der Fahrzeit und Nicht-Einhalten der Ruhezeit. Und dann rechnerisch wird sich das nicht ausgehen, wenn wir nur noch, also wenn wir noch 5 Stunden 12 Minuten fahren müssen und wir noch eine Stunde fahren dürfen. Tanken sollten wir auch. Das könnte interessant werden. Jetzt haben wir uns verfahren auch noch. Toll. Das Navi zeigt auch manchmal sehr blöd an. Aber vielleicht haben wir Glück und da vorne kommt irgendwo eine Raststation. Das wäre praktisch. Na bitte, 2 Kilometer. Und dann können wir schauen, dass wir Pause machen und einen richtigen Weg finden. So, theoretisch müsste es bald kommen. Na, da vorhin sehe ich schon Navi. Die Raststation. Wenn wir schauen, tanken können wir dort aber nicht. Glaube ich. Die Polizei ist auch schon da. So, fahren wir da raus. So. Jetzt brauchen wir nur einen Stellplatz. Wie schaut's da aus? Da ist einer. Stellen wir uns her. Und jetzt machen wir mal eine Pause. So. Pause ist vorbei. Jetzt regnet es auch noch, sehr schön. Da vorne ist die Tankstelle, super. Und 200 Meter. Einschalten. Und da müsste jetzt die Tankstelle sein. Ja. Lassen wir uns voll laufen.
So. Einmal danken. Was kostet uns der Spaß? €623. Ja, LKW fahren ist nicht billig. 623 Euro für einmal tanken. Gut, dafür kommt man auch ein bisschen Licht am Einschalten, das passt. Weil auch fürs Licht, also fürs Fahren in der Nacht ohne Licht, auch für das kriegt man schöne Strafen. Dann könnten wir das Fernlicht noch einschalten. Da kriegt man wieder eine Strafe, wenn man den Entgegenkommenden blendet. Ja, sind zu schnell unterwegs. Probieren wir das mit 82. Das sollte passen. Oder pfeifen auf die Strafe und geben Gas. Na, wir sind brav und fahren unser Tempo. Wir halten uns an die Richtlinien. Oh, oder auch nicht. Was macht der? Der schneller als seiner. Ja, einmal weggeschaut zum Trinken und fertig ist die Geschichte. Ja, wer von euch hat eigentlich in echt bei euch einen Führerschein für den LKW? Schreibt es mal in den Chat, wer von euch einen Schein für den LKW hat. Ich habe ihn damals gemacht für die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr, ja. Hat die Feuerwehr einen Teil bezahlt. Und dafür hat man dann mit den ganzen LKWs bei der Feuerwehr fahren dürfen. Das war echt cool. Das heißt, ich besitze einen LKW-Schein. Das Schöne ist, mit einem LKW-Schein kann man auch zum Beispiel jetzt der Traktoren fahren. Braucht man keinen extra Führerschein machen, kann man mit dem Traktor fahren oder mit selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. Es hat sich schon ausgezahlt, dass man das gemacht hat. Eins, was nur nervig ist, ist, alle 5 Jahre muss man den erneuern lassen. Selbst man muss zum Amtsarzt gehen. Der schaut sich die Augen an und so weiter und so fort, ob das alles passt. Und wenn ja, wird der Führerschein wieder auf die nächsten 5 Jahre verlängert. Ich finde halt, dass, also nicht, sage jetzt mal von 20 oder von 18 an bis 50 oder 60 der Führerschein eigentlich dauernd gelten soll, so wie beim PKW-Führerschein. Und erst ab einem gewissen Alter sollte man dann alle 5 Jahre oder dann, wenn man schon älter ist, jedes Jahr zum Führerschein, also nicht Führerscheintest, sondern zum Amtsarzt gehen und schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Nur als junger oder bisschen älterer, im gehobenen Alter, glaube ich, ist das ein bisschen sinnlos. Das ist, glaube ich, alles nur reine Geldmacherei. Ist meine Meinung.
Beim PKW dürfen sie auch fahren bis 90 Jahre und da sagt keiner was. Und beim LKW regen sie sich auf. Okay, ist schon klar, LKW ist ein bisschen gefährlicher, weil er schwere Sachen transportiert. Aber wenn ich Berufskraftfahrer bin und jeden Tag mit dem LKW unterwegs bin, war die Sache ist schon wieder ganz anders aus, so wie bei einem Berufstätigen, der was jeden Tag mit dem Auto fährt. Mit einem Vertreter oder. Was meint sie dazu? Hallo an alle. Wie geht's? Heute mal ein anderes Spiel, das Euro Truck Simulator. Sind wir mal on the road. Und da kommt wieder das Radar, das ist sehr schön. Wenigstens in dem Spiel hätten sie das Radar weglassen können. Es gibt ja schon so viel Radar rundum und um. So, wohin müssen wir da vorne? Ah, da müssen wir jetzt umdrehen. Sehr schön. Überholen wir den einmal da. Also bis jetzt habe ich in dem Spiel noch keinen Unfall gebaut, aber was nicht ist, kann noch werden. Fahren wir mal darüber. Da müssen wir jetzt raus. Na, das war ganz schön knapp. Ja, wir fahren da jetzt ein bisschen umständlich, weil uns vorher die Abfahrt gesperrt gewesen ist. Wo wir eigentlich runterfahren wollten. Dort ist die Polizei gestanden und hat die Abfahrt gesperrt. Man kann zwar neben der Polizei vorbeifahren, das geht, das funktioniert, das habe ich schon mal offline probiert. Aber das hat ja dann nichts mit regelkonform zu tun. Weil in Wirklichkeit würde ich dann auch eher nicht an der Polizei vorbeifahren, wenn die die Straße sperren. Ich glaube, das könnte ein bisschen teuer werden. So, lasst uns der rüber. Ja, der ist nett. Dankeschön. So. Ach, der bremst uns wieder aus. So, ich glaube, den überholen wir dann gleich. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht von die kmh her, aber ich glaube nicht. Naja, könnte sich ausgehen. So, mit 82 vorbei. Sogenannte Elefantenrennen, was jeder PKW-Fahrer auf der Autobahn sehr gerne hat. Ja, aber es nervt. Kann man das vorstellen? Weil, wenn man sich das anschaut, deine LKW fährt mit 80, ich mit 83 oder 82. Das dauert schon eine Weile, bis man an den vorbei ist. Natürlich könnte ich jetzt aufs Gas steigen und mit 90 oder mehr vorbeifahren, aber da ist die Gefahr wieder von der Strafe sehr hoch, ne? Und in dem Spiel ist es lustigerweise so, dass anscheinend überall eine Polizei steht. Denn sobald man ein bisschen zu schnell fährt, so 3-4 km/h, das auf 3 Kilometer oder sowas, kriegt man gleich eine Strafe. Mir ist teilweise schon passiert, dass ich beim Überholen um 3 km/h zu schnell war. So wie gerade eben. Oder so wie jetzt.
180, 83. Und genau in dem Moment, mit meinem Glück, die Polizei gestanden ist und 3 km/h zu schnell bedeutet in dem Spiel 200 € Strafe. Das ist natürlich bitter. In dem Spiel geht es ja darum, dass man Geld macht mit dem Fahren. Und wenn man dauernd Strafe zahlt, bringt man vielleicht um einen Job mehr zusammen pro Tag in-game. Aber ob sich das wirklich auszahlt, ist eine andere Frage. So, was ist da fast jetzt nach rechts? Sehr gut. Wir bleiben da, überholen einmal. So, jetzt hoffe ich, dass bald das Wetter wieder besser wird. Schauen wir mal, wie schnell der LKW geht. Riskieren wir Strafe. Wer ist dafür? Schreibt es mal in meinen Chat, wer dafür ist, dass wir mal Vollgas geben mit dem LKW. Schreibt eine 1 für Vollgas und eine 2 für normal weiterfahren. Das würde mich interessieren. Ah, da war gerade die Polizei. Also entweder funktioniert der Chat nicht oder es interessiert euch nicht. Mich würde es schon interessieren, was ihr machen würdet. Jeden Fall fahren wir mal dahin, wo wir hin müssen. Ich werde jetzt einmal die eine Strecke machen. Quatsch, schöner Blitz. Also die Grafik beeindruckt mich schon immer wieder bei dem Spiel. Obwohl ich es nicht einmal auf volle Leistung gedreht habe. Warum auch immer, der PC wird es schaffen. Aber ich habe das eigentlich bei der nicht die höchste Leistung, sondern auf hochgestellt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, die eine Strecke fahre ich jetzt einmal. Die dauert eh noch. Es sind noch 345 Kilometer bis zum Ende. Und dann werde ich ein kurzes Cut machen. Werde mal was essen, weil ich jetzt schon eigentlich einen relativ großen Hunger habe. Aber ich habe mir gedacht, ich stream noch, weil ich essen tue. Und dann werde ich nachher, nehme ich mal an, Planet Zoo weitermachen. Ich habe es nämlich endlich geschafft, das
der Unterwassertunnel funktioniert. Dann habe ich noch ein paar Gehege zu machen. Also entweder Planet Zoo oder der Hunter Call of the Wild. So, Regen ist vorbei. Sehr gut. Hupe geht. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, was der LKW zusammenbringt. Gehen wir Gas. Und die Strafe möchte ich nicht kriegen. 130. Er geht halt über das Überholen schnell. 140, so, jetzt rasen wir dahin. Also mit 140 auf der Autobahn. 141. 42. 43. 45, 6, 47, das sieht. Da brauchen wir Blinken auch nicht mehr. So, jetzt gehen wir wieder runter vom Gas. Da steht die Polizei. Das war knapp. Jetzt da habt ihr ein Beispiel. Ich bleibe mal da stehen. Wir müssen da links. Das ist die Abfahrtsperre. Jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man da durchfährt. Pfeift drauf, jetzt sind wir schon so schnell gefahren. So. Jetzt ist man eigentlich an der Sperre vorbeigefahren, was natürlich nicht erlaubt wäre in echt. Im Spiel sollte man es halt auch nicht machen, weil man, wenn man Pech hat, eine sehr hohe Strafe bekommt. Und den Geld schwimmen tun wir nicht gerade, weil wir haben knapp 69.000 oder 68.000, nein 69.000 Euro. Und da tut natürlich jede Strafe doch ein bisschen weh. Also in echt würde ich das sicher nicht machen. So, gehen wir mal Gas wieder. Der LKW ist ganz schön schnell. Wir sind schon wieder auf unserer 120. Und da seht ihr jetzt warum. Notbremsen. Da ist der Unfall. Deswegen war die Straße gesperrt. In dem Fall geht's jetzt. Nehme ich mal an. Dann können wir da links, links, rechts vorbeifahren. Ja. In dem Fall war es jetzt kein Problem. Doch wenn ein Unfall passiert und dort der Hubschrauber landet, der landet nämlich direkt auf der Autobahn, dann ist das Problem, dass man da nicht vorbeikommt. Und dann kann man dort stehen und warten. Hallo Blab 75. Wie geht's? Wir testen gerade, wie schnell der LKW ist. Also 140 oder 100, na Blödsinn, 146 haben wir vorher geschafft. Eigentlich ein Blödsinn, was man da macht, aber zum Probieren. Gut, lassen wir das. Dann mal wieder regelkonform. Okay.
Unser Kunde erwartet die Lieferung schon sehr bald. Das ist schlecht. Na, dann geben wir Gas. Aber doch nicht regelkonform. 2 Stunden, das holen wir, glaube ich, nicht wirklich auf. Gas, Gas, Gas. Okay. Dann bleibe ich auf Vollgas. Schauen wir mal, was er zusammenbringt. Fünfundvierzig, 47. Na, das schaut schon sehr wild aus. Schauen wir mal auf die Außenkamera. Jetzt baue ich sicher keinen Unfall. Na, 147 km/h mit LKW. Wenn der ins Schleudern kommt, Gratulation. Vom Gas. Mit Moos einen Unfall bauen möchte ich nicht, weil das ist mein eigener LKW in dem Spiel. Die Reparatur muss man dann auch zahlen. 41 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung, 2500 Euro Strafe. Na, sehr. Das tut dann schon sehr weh. 600 Euro fürs Tanken, jetzt 2500 Euro für die Strafe. Da verdient man nicht mehr viel. Aber der Blab75 wollte wissen, wie schnell der LKW geht. Hat auf dem Chat geschrieben: Gas, Gas, Gas. Also, nochmal Geschwindigkeit, sehr gut. Und noch einen kleinen Unfall, perfekt. Einmal kurz auf den Chat geschaut und dann kracht schon die Leitplanken. Gut. Jetzt wissen wir, 147 war das schnellste. Jetzt fahren wir wieder normal. Dann haben wir schon 5000 Euro Strafe bekommen. Den haben wir gerade vorher überholt, jetzt überholen sie uns wieder. Dann fahren wir weiter mit 90. So. Habe ich gesagt. Das ist eine richtige Kamikaze-Fahrt. Wir haben gut Zeit aufgeholt. Na gut, kein Wunder. Bei dem Tempo, was wir gefahren sind, statt 80, 140. Wäre noch ideal gewesen, wenn wir keine Strafe gezahlt hätten. Aber man kann nicht alles haben. So, da müssen wir jetzt runter. Kurve mit 40, das ist auch übertrieben, aber bitte. Fahrt. Jetzt haben wir es gleich geschafft und sind wir bei den Kunden. Er wartet schon
auf unsere Lieferung, deswegen geben wir nochmal Gas. Dann beim nächsten Mal streamen und den Truck Simulator werden wir dann regulär fahren. Würde ich sagen. Geld und wir haben keins. Aber wir sind gleich in Stuttgart. Ja, was ist da? Reingehen. Aber jetzt bringt nichts, wir sind eh schon da. Wo müssen wir da jetzt hin? Da vorne links. So, da müssen wir rein. Ampel überfahren bei Rot. Nochmal eine Strafe, sehr gut. So, die wilde Fahrt ist vorbei. Jetzt geht's aufs Einparken. Schauen wir, ob wir das auch so hinbringen. Einparken. Wenn nur schnell fahren, bringt nichts. Man muss auch gut einparken können. Und so wie es ausschaut, kann ich das. Nein. Stellen wir den gerade hin. Sehr gut. Abkoppeln. Und fertig. Ah, wir waren doch verspätet. 9 Minuten haben wir Verspätung gehabt. Okay. Wir haben uns verfahren, deswegen. Gut so. Also mit dem Bild beende ich das Ganze. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's das gut. Und fahrt vorsichtig, nicht so wie ich gerade. Haut rein, euer Christian. Tschüss, bis zum nächsten Mal.